Kommt man für alle? Ja. Kommt man für alle? Kommt man für Jimmy? Ich weiß nicht, ob Kevin. Ich weiß. Ich weiß. Nehmen wir euch jetzt mal was Peinliches passiert. Wo soll ich da anfangen? Also, ich weiß nicht, hat jemand mal den ersten Teil gesehen? Ja! Ich wollte ihn auch sehen, weil ich also, da musste ich ja diese Lockenwickler laufen. Und dann haben wir Proben für die Lockenwickler gemacht. Und dann musste ich zu Joachim, aber der saß schon im Biergarten. Dann musste ich mit Lockenwicklern durch den Biergarten gehen. Und zu schauen, ob ich zu Joachim sicher ist. Lampenfieber oder so, ne? Ja, wie beim Drehen. Die Kamera läuft. Nee, das ist der Termin, der ist vom Haus. Kerry. Der ist vom Haus. Text vergessen. Ach Gott, HSV. Das ist, Was würdest du denn lieber hören? Hier, pass auf. Ich bin Bayern-Fan, ich geb's zu. Bist denn wie mit mich zu dem Beat? Ist der immer noch nicht weg? Wen der schon wieder? So wie Tag und Nacht. Und wir sind zwei Hände. Ich streck's nicht. Nick, jetzt komm, Nick, Nick, Nick. Nick, jetzt komm, 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 komm. Nick, 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 Nick. Bin ich schon gewesen? Voll krass, ey. Mehr, es geht schon Wir sind jetzt live dabei hier bei den wilden Hühnern. Hier haben wir schon mal Pygmäen-Anführerin, Janina Faust. Ja, hallo. Ja, schön. Ja, hier wilde Hühner-Anführer Marlon Wessel. Ja, hallo. Hallo? Wie geht's? Wie fühlen Sie sich so? Hühner? Ja, wilde Hühner. Wie fühlen Sie sich so, wenn Sie so an so einem nackten Mann vorbeigehen? Mir ist die Pust ausgegangen. Die Pust ausgegangen und jetzt geht es hier noch lang. Und ich hab meinen Text vergessen, doch darf ich nicht fressen. Lass mal im Spiegel sehen. Aber ohne, dass die Kamera. Was machst denn du? Alles klar. Filmst du mal? Nein. Filmst du? Nein. Talk die. Das sieht aus wie so ein American Cop. Hey, what's up? Morgen. Mann, alles gut. Alles gut, Rabe? Auf, hör mal. Ich hab wieder was mitgebracht. Nicht nur Licht von da, sondern guck mal hier. Guck mal da. Licht. Sag mal guten Morgengruß. Wie viele seid ihr denn? Wir sind nur zu zwei. Zu zweieinhalb. Sag mal guten Morgengruß. Großartig. Hier ist keiner. Aufgewacht, hier kommt Lauterbach. Lauter, lauter, lauter. Und wuff, there it is. Wuff, there it is. Einmal guten Morgen sagen, komm. Doch, komm, einmal guten Morgen in die Kamera. Doch, komm, einmal guten Morgen. Ich bringe den Ohr. Ich wollte es nur noch mal so sagen, als Abschluss. Morgen. Wie war dein Award? Sehr langweilig. In Braunschweig. Ja, da habe ich dann verschlafen, was ich eigentlich sonst nie tue. Ich bin der Einzige, der nie verschläft. Unterstrichen, unterstrichen. Das ist gegen meine Ehre. Im nächsten Einzelnen schlafen. Ich muss nie wieder. Okay, es ist ja so hart und es ist gegen meine Ehre, dass ich so spät gekommen bin. Ich stehe so, ich gehe so zum Fernseher, da ist doch diese Uhrzeit, ja?
Ich habe nur den hinteren Teil gelesen. Weil da stand 9.15 Uhr. Ich habe, okay, Viertel nach 8 gechillt. Und so. Ich bin ganz gut ins Bad und so. Ohne Kopf so. Ja, wo bleibst du denn? Und dann. Ich habe so schnell, habt ihr noch nie geduscht. Soll ich dir mal zeigen? Okay. Ja. Bist du bereit zum Lachen? Ja. Schau mal, next Uwe Gellner. Das ist echt. Jetzt schau ich das auf. Ich glaube, mein Trick beim Bowlen ist, den Ball mental zu leiten.